Hallo, mein Name ist Jannik und ich möchte Ihnen heute die Android-Menüführung anhand eines HTC Sensations mit Sense 3.6 zeigen. Mit anderen Geräten sieht es unter Umständen deutlich anders aus. Nachdem Sie das Menü geöffnet haben, sehen Sie hier eine Übersicht über alle Apps. Hier unten können Sie einstellen, ob Sie alle Apps sehen möchten, die häufig genutzten Apps oder die heruntergeladenen. Wenn Sie hier unten auf den Menübutton Ihres Smartphones tippen, können Sie die Apps, die im Moment im Gitter angezeigt sind, auch in einer Liste anzeigen. Außerdem können Sie die Apps versenden. Das heißt eigentlich wirklich versenden, aber dazu gleich mehr. Zuerst wählen Sie hier die Anwendung aus. Nun können Sie wählen, wie Sie die App versenden möchten. Es ist nur nicht wirklich versendet, sondern es wird nur eine Nachricht erstellt, in der Sie die App empfehlen. Außerdem können Sie die Anwendung hier im Menü gleich entfernen. Jetzt tippen Sie auf Anwendung entfernen, wählen die App aus und tippen dann hier oben auf Deinstallieren. Sie können die Apps auch sortieren. Zum Beispiel steht jetzt die Auswahl alphabetisch von A bis Z. Sie können nach dem Datum sortieren. Mit dem aktuellsten zuerst oder mit der ältesten zuerst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.